lieben Dschungelfreunde und herzlich willkommen zurück zu Arisen 3 Titan Lords mit der Betty und dem Mia. Nachdem wir ja erfolgreich alle Affen einfach mal formidabel zu Schnitzel verarbeitet haben, wollen wir jetzt mal gucken, was es hier noch so gibt außer Affen. Steinregale. Nee, ist eine Leiter tatsächlich. Okay. Alter, jetzt hör doch mal auf, hier überall durch die Gegend zu bamsen. Einfach nur, weil du es kannst. Ja, ich weiß, du bist cool, aber will trotzdem keiner sehen. Geh mal weg da, Betty. Der springt einfach mal überall durch die Gegend, obwohl der gar nicht gefragt wird. Naja, lassen wir das mal so stehen. Was denn das? Ein goldenes Zepter. Wo ist denn da ein goldenes Zepter? Und ein Eisen? Hä? Eine Schaufel. Okay, die sehe ich. Aber die Eisenerz? Die Eisenerz vor allen Dingen, Land. Nehmen wir einfach mal die Eisenerz mit. Und die goldene Zepter. Und die Krug. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Okay, cool. Ja, dann der regt mich ein bisschen auf mit seinem Gehopse, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Geisterpilz und das Eisenerz nehmen wir auch mal mit. Die Schippe lassen wir mal da, weil wir haben schon eine Schippe. Ich weiß gar nicht, wie der Weight-Limit-mäßig aussieht. Ob man einfach unbegrenzt viel mitschlocken kann oder ob da irgendwo mal Ende ist. Schicht im Schacht quasi. Das weiß man nicht so genau. Das muss man erst vielleicht nochmal rausfinden, ne? Ja, wo sind wir denn hier? Gibt's hier was für umsonst? Geil, eine Truhe. Und was ist das da? Das ist Gold. Gold mag ich. Gold, 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 Gold. Bald sind wir voll reich, Party. Weißt du, das können wir uns ein neues Schiff kaufen. Eins, was nicht ständig brennt. So, wir sind in einer alten Truhe drin. Goldener Pokal und Feuerregen. Und 234 Gold natürlich. Hm. Ein Feuerregenzauber. Sehr hilfreich, wenn du mehrere Gegner ausschalten willst. Ja, will ich aber nicht. Also wollte ich vorhin. Also in der letzten Folge, wo die ganzen Maki-fiesen Krallenaffen ankamen. Und wir uns natürlich nur durch das unmäßige Trinken von viel Rum über Wasser halten konnten. Apropos übermäßiges... Da wird schon wieder von Affen ausgelacht hier. Mann, Fusel, Rum. Rum, drei Stück. Mhm. Den Fusel sollten wir vielleicht mal als erstes wegknallen, weil der heilt nur so ein bisschen. Den legen wir mal auf die 2. Nimm dir mal die Leiter. Weil diesen Unschärfeffekt muss ich echt mal rausnehmen. Das sieht ja echt nur... Ah ja, okay, natürlich muss man diese unglaublich lange Leiter natürlich jetzt skippen. Ich guck mal ganz kurz eben, ob wir hier irgendwo mal, Grafik. Kantenglättung an, ultra, ultra, hoch, ja, passt schon. Super, scheinbar kann man das nicht ausmachen. Wäre ja auch zu schön gewesen, was ist das da für ein Seil? Hier staubt's! Das Messer, die Voodoo-Puppe nehmen wir mit. Papageienflug? Hä? Was sind denn jetzt Voodoo-Puppen? Jetzt bin ich gerade mal ein bisschen verwirrt. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ist wahrscheinlich unter Magie. Papageienflug. Verbrauchsgegenstand. Verwandelt dich in einen Papageien. Klar. Das macht man mit einer Voodoo-Puppe. Normalerweise habe ich gelernt, dass man die nehmen kann, um irgendwelche Leute zu piesacken. Aber hier kann man scheinbar damit fliegen. So. Das war, glaube ich, jetzt hier an mitnehmbaren Sachen. Vielleicht können wir ja mal gegenhauen. Gegenhauen. Nein, können wir nicht. Stecken wir den Säbel wieder weg. Und dann gehen wir hier mal wieder runter, weil brauchen wir gerade nicht. Oder geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Dann gehen wir hier auch mal weiter. Schau mal, dort drüben ist irgendetwas. Ja, da ist irgendwas. Aber es scheint keinen Weg dorthin zu geben. Es sei denn, man kann fliegen. Ja, fliegen müsste man können. Ja, und wer jetzt aufgepasst hat, weiß, dass wir fliegen können, indem wir einfach eine Voodoo-Puppe hinten gegen die Wand klatschen. Und dann sind wir scheinbar drüben. Boah, der mit seinem Gespringe, ey, der geht mir sowas von auf die Nerven. Also kann man ja sagen, was man will, aber die Steuerung ist echt total daneben gegriffen. Dass der an jeder Stelle anfängt, zur Seite zu hopsen und sich zu rollen. Na guck mal, hier sind direkt erstmal 5 Papageienflüge drin. Nehmen wir natürlich mit. Aha, Papageienflugzauber. Oh. Damit kannst du über Abgründe fliegen. Krass. Ich kann lesen, Patty. Sieht man mir vielleicht nicht an, hätte man jetzt auch nicht erwartet, aber ich kann... Da schon wieder. Das ist doppelt, wenn man doppelt W oder also zur Seite drückt. Dann macht er das. Aber warum macht er das einfach so zwischendurch? Hm, weiß man jetzt nicht. Da schon wieder. Kleiner Scheißer. Ich muss vielleicht echt ein bisschen aufpassen. Ein bisschen das, meinen normalen Laufstil halt anpassen. Oh, da drüben sind welche am Lagerfeuer. Die singen bestimmt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-Lied. Ich kann nicht singen, das ist auch schlimm. So, Leuchtefische. Und Fische vor allen Dingen. Klar, diese guten Fische, die fliegen.
Aber ist ja nicht weiter schlimm. Wenn ich fliegen kann, können die das auch. Wo geht's denn hier hin eigentlich? Waren wir hier schon mal? Sind wir hier reingekommen oder wo sind wir? Was sagt die Karte eigentlich? Ja, ich glaube, da sind wir hergekommen. Ist schon krass. Wieso, wieso habe ich das übersehen? Naja, wurscht. Laufen wir einfach wieder hoch. Weil hier gibt es sowieso nichts Besonderes. Mit dem Skelett kann man auch wunderbar Fußball spielen. So, wir wollten da mal eben kurz rüberfliegen. Nur wo? Wo war das nochmal? Ich glaube, da müssen wir rüberfliegen, genau. Alles klar, dann nehmen wir uns eiskalt mal den Papageienflug, legen den mal kurz auf die 3. Das wird nichts. Wie, das wird nichts? Natürlich wird das was. Den nehmen wir, Mist, ich bin mit dem Papageienflug. Was? Eine unbegrenzte Zeit gleiten. Du kannst Energie einsetzen, um zu steigen. Sobald deine Energie verbraucht ist, kannst du nur noch gleiten. Oh, fliegen wir mal einfach rüber. Wie kann man Energie einsetzen? Ah, steigen. So. Sehr schön. Ich lande dann einfach mal. Hervorragend. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Machen wir die Truhe auf. Wahrscheinlich ist da jetzt ein Papageien-Zauberflug-Ding drin. Noch nicht mal. Aber rum. Rum finden wir gut. Weil wenn es wie Schum du hast, dann kannst du auch viel besser fliegen. Da, die Voodoo-Puppe, die ist bestimmt auch wieder... Ja, natürlich ist das ein Papageienflug. Ich hab's doch... da hat man nämlich jetzt schon wieder passt. Mann, ich will da nicht runter! Wären wir nicht auch da hochgekommen? Schon ein bisschen, irgendwie? Nö, scheinbar nicht. Aber da ich jetzt gerade ein bisschen zu geizig bin, springen wir mal hier runter. Brechen uns halb die Beine dabei, weil das waren unglaubliche 1,5 Meter. Da muss man schon echt aufpassen. Vor allem, wenn man sich abrollt, tut man sich dabei furchtbar weh. Frag das mal so einen Parkour-Typen. Der springt dir mal eben kurz 20 Meter runter und tut sich nichts. So. Was machen wir jetzt mit den Typen da drüben? Patty! Hier drüben! Ja, Patty ist ein bisschen doof. Da müssen wir jetzt erst wieder hinlaufen, damit die schnallt, dass wir wieder da sind. Ah, hallo Patty, wie geht's dir? Lass uns mal gehen. So, so ein bisschen erinnert mich die Fassade jetzt gerade ans Phantasialand, an die neue Bahn, die da sein soll. Apropos Phantasialand, sollte ich dieses Jahr eigentlich endlich mal hingehen, aber nein. Wir gehen mal ganz kurz eben die Typen da verhauen. Oder einfach mal fragen, was die da so machen. Hey Johnny, ich hab doch gesagt, du sollst das Lagerfeuer nicht auspinkeln. Piraten. Tja, das war zu erwarten, dass wir hier nicht die Einzigen sind. Wir müssen sie aufhalten. Sonst sind sie vor uns beim Schatz. Am besten du fegst sie mit dem Feuerregen hinweg, den du in der Tasche hast. Muss ich das machen? Den Feuerregen würde ich am liebsten verkaufen. Weil der hat nämlich einen Goldwert von 100. Ach, scheiße. So nicht. Wieso nicht? Natürlich so. Jetzt wird abgerechnet! Dich schnapp ich mir! Ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert, der Feuerregen. Wir kriegen gerade selber einen auf die Nase. Nicht. So, und der ist auf jeden Fall schon mal pillert. Witzig ist, dass er schon tot stand, diese bevor der Halunken tot war. Sind nur die Nachhut. Ein Teil von ihnen ist bestimmt schon im Tempel. Boah. Machen wir nochmal das hier. Wer führt diese Jungs an? Was meinst du? Wir werden schon bald herausfinden, unter welcher Flagge sie segeln. Der Kapitän ist mit Sicherheit schon im alten Tempel. Wir müssen unbedingt hinein. Dummerweise ist der Eingang des Tempels versperrt und die Zugbrücke ist eingefahren. Das sehe ich. Ja, aber ein paar Meter weiter unten am Fluss scheint ein Seiteneingang zu sein. Er ist etwas schwer zu erreichen, aber es ist bestimmt nicht unmöglich. Versuch du, einen Weg in den alten Tempel zu finden, das Tor zu öffnen und die Zugbrücke auszufahren. Ich bleibe hier, falls noch mehr von den Mistkerlen hier auftauchen. Oder mit anderen Worten, Madame ist ein bisschen faul, setzt sich mit ihrem fetten Arsch ans Lagerfeuer und wartet, dass ich die Drecksarbeit mache. Ja, und wackeln kann sie mit dem Hintern auch ganz toll. So, erstmal die Piraten plündern rum, Gold und Knochen. Wo hast du den Knochen her? Proviant. Was liegt da? Rohes Fleisch, hervorragend. Das, heiß. Pass doch auf, Mensch. Nicht, dass du dir was tust. Erstmal alles mitnehmen. Ich plündere dafür mein Leben gar nicht. Nehme alles mit. Wo? Lagerfeuer. Um Gegenstände herzustellen, wähle auf der linken Seite ein Rezept oder Bauplan aus. Sobald du alle Zutaten hast, kannst du sie zusammenfügen. Ich füge einfach mal rohes Fleisch mit Feuer zusammen. Und rohe Hühnerbollen. Verdammte Axt, gibt's doch nicht. So, fertig. Sonst gab's jetzt hier nichts weiter, ne? Nö. Ja, Patty. Guckst du runter, ne? Ist tief hier. Kann man da runtergehen? Sicher kann man da runtergehen. Laufen wir mal hier schön lang.
Was ist denn da hinten für ein Grad? Glitch. Glitch, Glitch, Glitch. Wir nehmen mal ganz kurz die Schädelblüte hier wieder mit. Und laufen einfach mal hier im Wasser. In der Hoffnung, dass hier nicht wieder so ein fieser Alligatorix ankommt. Da ist auch schon wieder dieser Pirat, dieser halbdurchsichtige. Der steht scheinbar sehr auf Transparenz. Da war er wieder. Der Geisterkapitän. Oh Gott, oh Gott. Wie kann das sein? Was bedeutet das? Vielleicht finde ich die Antwort in diesem alten Tempel. Möglich? So, hier geht's in den Tempel rein. Machen wir mal ganz kurz eben den hier. Bin ja ein kleiner Schießer, weiß man ja. So. So, da, da, was ist das da? Oh, das sind Schweineratten, glaube ich, heißen die. Na komm, hau doch mal die Scheißratte kaputt, Mensch! Du sollst dich nicht vor der schlagen lassen! Also das mit der Kettenfolge bis zu dem Zuhauen, das klappt noch nicht ganz so gut. Aber wahrscheinlich fehlt mir da einfach noch so ein bisschen die Übung. Was ein Wunder, das ist ja auch gerade mal, ich spiele das ja auch erst seit einer halben Stunde. Nein, gleich eine Dreiviertelstunde. Die sehen irgendwie merkwürdig, so ein bisschen wie Chamäleons, ne? So, toter Pirat, der ist tot. Na, was ein Glück, der hat doch mal extra tot beisteht. Irgendjemand hat ihn erschlagen. Hat ihn erschlagen? Ich bin mir fast sicher, dass die Ratten dran schuld sind, aber naja. Ein Fußballschädel! Hervorragend. Gut, lassen wir den Schädel einfach mal Schädel sein. Man soll ja nicht mit den Gebeinen anderer Leute rumspielen. So, ich bin drin. Das war ja hier einfach. Entlang muss es einen Weg zum vorderen Haupteingang des Tempels geben. Schweini, Schweini, Schwein, Schwein! Batsch! Ey, die ist doch total kacke, die Steuerung. Das geht überhaupt nicht. Das Ding zerfleischt mich hier von vorne bis hinten. Mann! Das ist ja so. Ich reg mich da tierisch drüber auf gerade. Weil das geht einfach nicht. Der Typ, der ist sowas von dermaßen langsam. Naja, macht ja nichts. Gibt's irgendwo so ein Skilltree oder sowas? Das wäre vielleicht mal was. So von wegen schneller schlagen oder so. Oder irgendwas. Charakter. Nahkampf. 50. Habe ich überhaupt was zum Skill? Nee, ne? Oder? Nee, scheinbar irgendwie nicht. Fähigkeit, Nahkampf, Fernkampf, was? Ja, Sammlung. Geheim, 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 geheim. Ja, es ist ganz schön geheim hier, alle deiner Härtefähigkeit. Härte? Was? Nahkampf, Fernkampf, List. Nur den Pistolen, Ruhm. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Der Ruhm ist dafür also, okay. Wir brauchen also 7750, um eine Steigerung darauf zu kriegen. Na prima, das heißt, bis dahin sind wir noch kacke und können einfach mal nix. Ist auch eine Idee. Naja, trinken wir uns erstmal hier den Zweier. Haben wir wieder ein bisschen was voller. Und außerdem soll Fusel ja auch anregend für Leber und Geist sein. Ja toll, jetzt speichert er schon selbstständig. Das heißt, jetzt gleich nehmen sie mich hier auseinander, glaube ich. Liegt denn hier rum? Eine Maske. Wie, warum hast du eine Maske auf? Weiß ich nicht, warum liegt da Gold rum? Vor allem im Feuer. Ja. Soll ich jetzt an dem Ding dran ziehen oder nicht? Ich drück mal auf den Knopf. Guck mal, da geht die Brücke raus. Oh, Betty. Schwing mal die Hufe. Ich glaube, da müssen wir jetzt da runtergehen. Das ist auch offen. Da sind bist du ja endlich. Warum hat das so lange gedauert? Ich hatte ein paar Probleme. Der Tempel ist gefährlich. Wir müssen weiter. Los, schnell. Sehe ich auch so. Und den Tempel werden wir dann im nächsten Part erkunden. Also, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis denn. Tschüss.